Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich heiße euch herzlich willkommen hier zu dieser kleinen Challenge, die, denke ich mal, viele von euch interessieren dürfte und wahrscheinlich die meisten von euch verdutzt in die Röhre schauen. Hä, was ist das denn? Stufe 220 in 2 Stunden, wie soll das denn funktionieren? Ja, es ist eine Challenge, die schon sehr lange geplant war. Und zwar ja, werde ich diese Challenge zusammen, weil ich auf dem Gebiet des Serverstarts relativ unbewandert bin, wie abseits gelegene Feldwege, ja, habe ich mir dazu einen sehr, ich sag mal, einen Profi geholt, der auf dem Gebiet halt eben schon oftmals geglänzt hat, was Serverstarts und sowas angeht. Und zwar ist das der Davalon. Ja? Mit dem Davalon werden wir zusammen morgen streamen. Und zwar werden wir versuchen, in einer Challenge, die heißen wird, Versuche in 2 Stunden Stufe 220 zu erreichen, allerdings auf einem alten Server, ja, denn das macht das Ganze erst so richtig möglich, das in dieser Zeit zu schaffen, sag ich mal, ja. Die einen oder anderen werden es von euch bestimmt mitbekommen haben oder früher mal verfolgt haben. Seit den W50-Starts sind so ein bisschen die Wege zwischen Davalon und mir so ein bisschen auseinandergegangen, so, ne? Seitdem haben wir nichts mehr großartig mit zu tun gehabt. Der eine hat von den anderen seine Meinung gehabt und dann ist man halt sich eben aus dem Weg gegangen, ganz normal, so, ne. Das hat sich jetzt alles geklärt, das haben wir vor ein paar Tagen alles bequatscht, alles cool, alles easy. Und ja, diese Challenge wollte ich schon damals mit Davalon zusammen machen. Und dann ist, wie gesagt, dann sind so ein bisschen die Wege auseinandergegangen. Aber jetzt haben sie wieder zusammengefunden und jetzt wollte ich diese Challenge wieder beleben und sie euch präsentieren, mit euch teilen. Es ist ja momentan oder ja, jetzt schon seit langer, langer Zeit so üblich, dass man zu Serverstarts am zweiten Tag Stufe 220 mit einem Berserker Easy hinbekommen kann. So, ne? Und das versuchen wir mal auf das nächste Level so ein bisschen zu bringen, das Ganze auf die Spitze zu treiben. Und da könnt ihr auch gerne, falls ihr bereit seid und von euch denkt, ihr seid ein sehr guter Serverstartspieler und wisst, wie ihr effektiv mit Pilzen umgehen könnt, um in kurzer Zeit hohe Level zu erreichen, dann könnt ihr diese Challenge auch sehr gerne nachmachen. Ja, dazu seid ihr gerne angehalten, das auch zu tun und den Rekord von Davalon dann zu schlagen. Ja, worum geht's überhaupt? Wie gesagt, wir starten morgen zusammen einen Doppelstream. Davalon bei sich auf Twitch und ich hier auf YouTube. Wir werden gemeinsam streamen. Es geht um 19 Uhr los. 19 Uhr starten wir beide unsere Streams. Ja, und wir werden aber nicht direkt um 19 Uhr die Challenge starten. Wir werden erstmal ein bisschen reinkommen. Die Leute können sich ein bisschen versammeln. Wir chillen ein bisschen so. Ab 19 Uhr geht's los mit dem Stream und das Event selbst wird dann ab 23 Uhr stattfinden. Ja, und ihr könnt es euch schon denken, es beinhaltet insgesamt 2 Tage. Das müssen wir so machen, weil dann die Chance, es ist halt eben die Chance gegeben, dass man halt Pech mit den Schlüsseln für die Dungeons und sowas haben kann. Zumal haben wir auch ein bisschen mehr Alu am Start. Es ist eigentlich nur ein zeitlich begrenztes Event. Wir selbst stellen uns die Challenge, das Ganze in 2 Stunden zu schaffen. Also ich nicht, aber der Davalon, aber ich werde es mit restreamen und das Ganze dann auch kommentieren. So, ne, ich werde da ein bisschen dumm zu rumquatschen, das kann ich am besten. Und dann werden wir da eine coole Zeit zusammen haben. Ich werde auch live im Stream einen Countdown bzw. einen Timer einstellen. Wie lange Davalon denn wirklich braucht, um Stufe 220 ist das Ziel zu erreichen. Ja? Warum haben wir gesagt 220 und nicht 200? Nachher kommt man in eine Stage, sag ich mal, wo es dann egal ist, ob man 200 oder 220 ist, weil die Dungeons dann nachher in diesem Bereich so leicht fallen, dass diese 20 Level auch keinen Unterschied machen. Deswegen haben wir gesagt, jo komm, wir nehmen nicht 200, sondern 220 und knallen das in 2 Stunden durch. Das passt auch von der Zeit her ganz gut, so 220 in 2 Stunden ist ganz nice. Und deswegen wird das Ganze um 23 Uhr selbst starten. Die Challenge wird um 23 Uhr starten und wird um 1 Uhr morgens enden. Und in der Zeit hat halt der Flo 2 Stunden, um einen Level 1 Account, einen frisch gestarteten Level 1 Account auf Stufe 220 zu spielen, innerhalb von 2 Stunden. Das ist die Challenge. Ja, ich bin sehr gespannt, ob er das schafft und wie viel Zeit er dafür tatsächlich benötigt. Und schaltet da morgen auf jeden Fall ein. Wie gesagt, um 19 Uhr startet der Stream. Ja, moin, Verbindung gestört, perfekt. Wird dann um 23 Uhr die Challenge gestartet und um 1 Uhr endet die Challenge. Wir werden bestimmt noch ein bisschen länger streamen, mal schauen, ein bisschen Freestyle, ein bisschen labern so. Aber die Hauptchallenge selbst beginnt
Oh, moin. Beginnt um 23 Uhr und endet um 1 Uhr morgens. Ja, ich hoffe mal, dass die meisten von euch da denn auch Zeit haben werden. Falls nicht, wird das Ganze auch natürlich wieder festgehalten hier auf YouTube per Livestream. Ich denke mal, ich werde die 2 Stunden, die Davalon dafür benötigt, die werde ich auch vielleicht nochmal einzeln rauscutten und nochmal gesondert als Video hochladen, damit das Ganze nochmal ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen gesondert auf YouTube ist und, ja, das Ganze findet auf meinem Server hier auf S31 statt. Das ist nicht mein Server, aber auf dem, wo mein Main-Account ist. Dort habe ich schon das Ganze geklärt mit ja, der Serverleitung, die mir zwar noch nicht zurückgeschrieben hat, aber ich gehe einfach mal von aus, sie liest das. Ne? Ist jetzt auch nicht so aktiv, sag ich mal. Es ist auch schon, ja, gehört zur alten Schule, sage ich jetzt immer einfach so. Und ja, da habe ich den High Endurance gefragt. Vielen lieben Dank an der Stelle. Der hatte mir sogar zurückgeschrieben und gesagt, ich hatte schon mal von ihm einen Only Int Magier gespielt gehabt. Vielleicht unter einem anderen Namen oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Dankeschön auch für den Support. Hatte ihn gefragt gehabt, ob es möglich ist, dass er für 2 Stunden dort morgen am Samstag aus der Gilde austreten kann, um halt eben Platz zu machen für Davalon Stufe 1, um halt eben ja, diese geile Challenge zu teilen. Und ich finde es auch ganz nice, muss ich sagen, da man halt in diesen 2 Stunden gesondert sehen kann, was man am besten macht, um halt eben schnell nach oben zu kommen. Man kann das Ganze natürlich nicht mit einem regulären Serverstart vergleichen. Dort hat man natürlich nochmal andere Voraussetzungen, andere Bedingungen. Ne? Da sind die Prozente noch ein bisschen gecapped und ja, die Gildenausbauten sind vielleicht nicht so weit. Und man hat, ja, wie gesagt, man profitiert nicht von so geilen Prozenten, aber dennoch kann man im Groben so sehen, was halt eben zu tun ist, nur halt eben in einer geboosteten Variante. So. Und das ist es halt eben, ja, worauf es ankommt. Und da bin ich sehr gespannt, wie halt eben der Davalon da performen wird. Und das Ganze werden wir halt hier auch auf YouTube begleiten, wie gesagt, bei Ihnen auf Twitch. Und dann wird das, denke ich mal, definitiv ein ganz cooler Abend werden, morgen dann am Samstag. Ne? Ja, das auf jeden Fall so die Information. Lasst mich gerne wissen, was ihr von der Challenge haltet. Und ja, wenn ihr das Ganze feiert, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Guckt morgen im Stream vorbei. Dort wird das Ganze dann halt auch, wie gesagt, dann live stattfinden hier auf YouTube und halt eben auf Twitch. Ne, und dann bin ich sehr gespannt auf euer Feedback, was ihr von der ganzen ja, Aktion haltet. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr nice. Wollte das ganze Thema ja schon damals so ein bisschen thematisieren, aber wie gesagt, ja, das ist halt eben ein bisschen was denn so, ja, dann kam halt eben W50 so dazwischen. Ne? Und ja, aber wie gesagt, es gab vor ein paar Tagen ein kleines Gespräch und da wurde halt geklärt, so ey, eigentlich alles cool. Und deswegen jo, kann man da auf jeden Fall definitiv auch jetzt an der Zukunft anknüpfen, was das Ganze angeht. Und ja, das ist eigentlich so das Große, was ich dazu zu sagen habe. Ich hatte auch so ein bisschen parallel dran gedacht, vielleicht kann sich jemand noch an die Zeit erinnern, als ich damals so eine Speedruns gemacht hatte auf Stufe 10 hier in Shakes & Fidget. Ich finde es halt geil, wenn man halt aus SF so ein bisschen mehr versucht rauszuholen als halt dieses Daily-Zeug. Auch wenn es mir wirklich schwer fällt, ich bin ja 80%, wenn ich am Tag irgendwo bin, denke ich darüber nach, was könnte man in Shakes & Fidget für eine Challenges machen und was könnte man sich da einfallen lassen. Ansonsten bin ich eh immer schon am nächsten Tag dann immer schon dabei, jo, was sauge ich mir heute aus den Fingern für ein neues Video auf YouTube, so, ne? Deswegen bin ich da immer sehr positiv gegenübergestellt, wenn es halt eben ein paar neue Sachen zu zeigen gibt, die halt eben abseits von der Norm sind, so, ne? Und da kam ich halt eben darauf, auch damals, ja, Stufe 10 Account so schnell wie möglich hochzuspielen und das halt als Speedrun so ein bisschen festzuhalten. Und das will ich in Zukunft auch nochmal versuchen. Es gibt Leute momentan, das ist ganz geil eigentlich, dadurch hat sich eine richtige Dynamik entwickelt. Ich habe damit angefangen, habe dann so gesagt, jo, Stufe 10 Speedrun hier, zack, zack, habe weiß ich nicht, in 15 Sekunden Stufe 10 einen Account hochgespielt, so, ne? Ja, das gilt halt ab Accounterstellung, zack, neuen Charakter, Welt, zack, zack, zack. Und dann halt eben Stufe 10. Ja, das ist halt eben ganz geil, gehört ein bisschen auch Können vielleicht dazu, was man am besten wie wo macht, was man klickt und so. Ne? Und das will ich definitiv in Zukunft auch nochmal machen, weil wie gesagt, es hat sich eine Dynamik daraus entwickelt, dass halt eben andere Creator, andere YouTuber auch Videos gemacht haben und versucht haben, meinen Speedrun, meine Bestzeit irgendwie einzustellen und deren, ja, und halt das eben auch auf Video festzuhalten. Und das haben irgendwie 2, 3 Leute gemacht und haben halt eben auch Videos Speedrun-mäßig, yo, ey, hier, guck mal, Stufe 10, ich habe es in so und so viel Zeit geschafft. Und ja, das Ganze
jetzt nochmal so ein bisschen in extendeter Variante zu zeigen. Nämlich, wie schnell schafft man Stufe 220? So, ne? Also die 2 Stunden sind erstmal so als Ziel angesetzt, ne? Als Challenge erstmal so an sich. Falls es aber in kürzerer Zeit schaffen sollte, dann sehen wir es ja eben an der Stoppuhr, ne? Und dann seid ihr halt auch eben dazu aufgerufen, eben das Ganze auch zu schlagen, ne? Wir spielen das Ganze hier ohne Erfahrungsevent. Das ist auch nochmal ganz wichtig, vielleicht für euch zu wissen. Das Ganze mit dem Speedrun damals, Stufe 10 in so und so vielen Sekunden, das habe ich damals mit Erfahrungsevent gespielt. Das Ganze spielen wir hier ohne Erfahrungsevent. Aber ich denke mal, das macht sowieso nachher nicht allzu viel aus. Klar, es kommt natürlich nachher auf jeden Erfahrungspunkt an, wenn es um so eine Challenges geht. Allerdings wird das Level halt eben mehr über die Accounts, durch die Dungeons halt verursacht, als eben durch die Alu an sich. Die Alu ist nur dazu da, um halt eben die Schlüssel zu finden für die Dungeons so, ne? Ja, das Ganze ist halt eben nur möglich durch einen alten Server, einer gut ausgebauten Gilde und halt eben, dass man in dieser halt Platz findet, um halt eben seinen Account hochzuspielen und halt eben auch durch die Zeit, dass man halt eben 2 Tage hat. Deswegen fangen wir erst um 23 Uhr an und enden halt um 1 Uhr morgens so, ne? Weil man dann halt eben 2 Tage Alu hat anstatt nur einen Tag so, ne? Und jo, das sind auf jeden Fall die ganzen Sachen, ne? Also quasi ein Serverstart nur in geboosteter Variante. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Stream. Ich sag's nochmal einfach, morgen um 19 Uhr am Samstag fängt der Stream an. Um 23 Uhr wird die Challenge an sich starten mit dem Timer, mit dem Countdown bzw. mit der Stoppuhr. Und um 1 Uhr endet dann die Challenge spätestens, ja? Und danach werden wir, denke ich mal, noch ein bisschen weiter so labern, ne? Also Challenge 220 erreichen von 1 bis 220 in 2 Stunden wird morgen im Stream stattfinden mit Davalon zusammen. Guckt auch gerne bei ihm vorbei, ist in der Infobox unten verlinkt. Und dann freue ich mich morgen sehr auf den Stream. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne oder euch gefällt, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.